Wir haben also heute den Equiva Cup gehabt, Nachwuchschampionat. Dieses Nachwuchschampionat ist eigentlich von uns, würde schon fast sagen, neu erfundene Sache, denn es ist ein Cup, wo es drei Qualifikationen im Verband gibt. Dann gibt es ein Semifinale, dann gibt es ein Finale. Und während der ganzen Qualifikation und während der Rheinischen Meisterschaften kann ich mir meine Talente heraussuchen. Das heißt also, ich bin überhaupt nicht von den Ergebnissen abhängig, die also jetzt zum Beispiel auch entweder in der Quali oder auf den Rheinischen entstehen, sondern ich kann sagen, Mensch, das eine Mädel mit dem Pferd gefällt mir aber so gut, auch wenn die jetzt Letzte geworden sind, vielleicht einen falschen Tag gehabt oder einen schlechten Tag gehabt. Und der Sieger aus den Rheinischen Meisterschaften, der wird automatisch gefördert. Und wie gesagt, die anderen kann ich mir aussuchen. Das sind immer 2 bis 3. Und die bekommen dann einmal im Monat mindestens Unterricht von mir. Und Reiter und Pferd werden dann turniermäßig einmal von Equiva ausgerüstet. Celine ist 13 Jahre alt. Sie war am Freitag schon Dritter, wo man alle sagt, meine Güte, was wir happy sind. Und dann hat man natürlich selbst, baut man selber einen Druck auf, dass man sagt, Mensch, jetzt muss das jetzt mindestens nochmal so gut machen. Und heute war Pferd wie Reiter nochmal eine Schippe besser. Und mit einem Wert unter 8,0. Und das ist ja eine Prüfung, gemeinsames Richten, wo die Richter Wert drauf legen. Einfach Hilfengebung, feine Hilfengebung, Anwenden der korrekten Hilfen. Da sind wir natürlich froh, dass das so angekommen ist. Unser Ziel ist es dann immer, bisher haben wir es geschafft, dass wir diese Paarungen immer von L in die Klasse M begleiten. Weil das, finde ich, so die schwierigste Hürde ist, nicht die Seitwärtsgänge, aber gerade von der L mit dem Außengalopp zum fliegenden Wechsel zu kommen. Und da möchte ich gerne behilflich sein. Und ich denke, dass wir zwei auch sehr gut zusammenarbeiten können, denn das ist ja auch wichtig. Darauf freue ich mich eigentlich auch gerade bei der Celine. Und dann werden wir hoffentlich eine schöne Zeit haben.